Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zurück mal wieder zu Holzhard der Woche. Wir sprechen heute einmal über den Mammutbaum. Ist an sich eigentlich schon eine sehr exotische Holzart, die, wie ich schon mal irgendwann jetzt erwähnt hatte, die exotischen eher mal weglassen würde, zumindest vorab. Aber ich finde es eigentlich trotzdem mal ganz wichtig, über Mammutbaum zu sprechen, weil irgendwie kennt den ja trotzdem jeder, ist auch als Holz relativ bekannt, das ist immer so diese Rarität, sage ich mal in Anführungszeichen. Und deswegen, ich finde es einfach mal wichtig, drüber zu sprechen. Mein Mammutbaum ist lustigerweise auch eine Zypresse. Und haben wir schon mal gesehen, so bei Zypressen und so, wird ein bisschen viel durcheinander gewürfelt, sage ich mal so. Da passieren ein paar wilde Sachen. Ist beim Mammutbaum ähnlich. Und darüber will ich einfach mal ein bisschen aufklären. Wenn ich vom Mammutbaum spreche, es gibt insgesamt drei Arten, meine ich vorwiegend den Riesenmammutbaum, weil das ist von allen drei Arten der, den ihr hier am ehesten, denke ich mal, sehen werdet und als Holz auch bekommen würdet. Zwar können alle anderen beiden Arten auch hier wachsen, aber die sind tendenziell eher seltener zu finden. Erstmal so zum Riesenmammutbaum an sich, der kommt ursprünglich aus Nordamerika und wenn man diesen Baum beschreiben will, dann ist wahrscheinlich die beste Beschreibung, dass man sagt, das ist der oder die mächtigste Baumart, die es auf diesem Planeten gibt. Also die Bäume werden 80 Meter hoch oder bis zu 80 Meter hoch und die können weit über 10 Meter Stammdurchmesser bekommen. Das ist wirklich unglaublich. Ich stand auch einmal vor einem der größten Mammutbäume oder was heißt größten, einer der gigantischsten Deutschlands mit, weiß ich nicht, glaube ich, über 2,5 oder Richtung 3 Meter Stammdurchmesser. Das ist schon sehr, sehr imposante Sache. Wie man schon sieht, das Ganze, das wird richtig mächtig. Deswegen sagt man auch mächtigster, nicht höchster oder auch nicht dickster zwingend. Da gibt es andere Rekordbäume, aber mächtigster ganz einfach deshalb, weil diese Bäume, die können ein komplettes Holzvolumen von über 1000 Kubikmetern erreichen. Also oder in Holzsprache gesagt über 1000 Festmeter. Also das ist eine unvorstellbar große Masse, wenn man sich das mal vergleicht hier auf Deutschland, so die größten Buchen, die ich bisher, glaube ich, mit dabei war im Wald oder mitgewirkt habe, im Wald umzumachen, die hatten vielleicht um die 8 Festmeter Holzvolumen oder Stammvolumen. Das heißt, wenn man da noch Äste oder sowas dazu packt, dann waren es vielleicht mal 10 Festmeter. Also es ist ein Winzling im Vergleich zu dem, was sozusagen dieser Mammutbaum kann. Das erstmal zum Baum an sich. Jetzt schauen wir uns das Holz erstmal genauer an und sprechen dann wie immer über die Holzeigenschaften. Ja, ich will vorab eine Sache sagen, bevor wir uns hier mit dem Mammutbaum beschäftigen. Und zwar, wir haben ja jetzt in letzter Zeit schon mal häufiger über Holzarten gesprochen, aus Nordamerika überwiegend, also die nicht hier heimisch sind. Und solltet ihr wirklich mal an ein Stück kommen von diesen Holzarten, was dann wirklich aus dem Ursprungsgebiet kommt, dann kann das Ganze mit der Bestimmung ein bisschen schwieriger sein, weil man auch möglicherweise die einzelnen Merkmale nicht ganz so gut erkennt. Weil häufig ist es so, gerade bei den Nadelhölzern, dass es ja dort der Fall ist, dass die deutlich engringer gewachsen sind und man ja dementsprechend dann alles nicht ganz so gut erkennt. Allerdings, sage ich mal, die Bestimmungsmerkmale sind, bleiben ja trotzdem die gleichen. Nur, ich sag mal, können das dann hier, das hier wachsen dann deutlich leichter unterscheiden von anderen Holzarten, als wenn man jetzt das Original aus Nordamerika bekommt. Gerade wenn ich jetzt hier sowas sage, das passt nämlich sehr gut beim Mammutbaum, wie breit ringig das gewachsen ist, ne? Dann sieht das ganz anders aus bei Originalqualitäten aus Nordamerika. Genau, gehen wir jetzt erstmal hier zum Querschnitt vom Mammutbaum. Es ist gar nicht so leicht, da irgendwie alles reinzubekommen, weil das Ganze wirklich, das ist gerade ja schon mal angesprochen, super krass wächst, ne? Also wenn man sich das mal anschaut, nur mal zum Vergleich hier, ne? Das ist ein Jahrring und hier hinten ist ein Jahrring. Hier zwischen das sind 2,5 Zentimeter im Durchschnitt. Das können hier tendenziell vielleicht auch hier gerade mehr sein oder ein bisschen weniger. Im Durchschnitt sind das bei dem hier 2,5 Zentimeter, das weiß ich so genau, weil ich von dem Baum ein Stück an die Uni geliefert habe und die haben das tatsächlich einmal durchgemessen und haben und sind zu dem Schluss gekommen, dass dieser Baum im Durchschnitt irgendwie, glaube ich, 2,3 oder 2,4 oder 2,5 irgendwas in dem Dreh Abstand in den Jahrigen hat sozusagen. Das heißt, der Zuwachs geht Richtung 5 Zentimeter im Durchmesser pro Jahr. Das ist schon wirklich eine Hausnummer. Wir sehen hier drüben das Splintholz, das ist typisch weißlich und hier den Kern. Da gibt es eigentlich nichts zu sagen. Wir sehen hier keine Harzkanäle, das ist auch wieder ein sehr harzfreies Holz. Und hier die Jahrringe, die sind relativ stark ausgeprägt. Also wir können euch vorstellen, wenn das hier 2,5 Zentimeter sind, dann ist das hier locker ein halber Zentimeter. Und es ist auch das perfekte Beispiel eigentlich für einen Jahrring, der fließend ist und nicht abrupt, weil ihr seht, hier ist das Frühholz und das geht farblich sehr, sehr fließend in das Spätholz über und hier seht ihr den klaren Cut zwischen Spätholz und Frühholz. Hier drüben seht ihr es nicht so, aber hier sieht man eine andere ganz tolle Sache.
Und zwar, manche Jahrringe wirken irgendwie beim Mammutbaum wie so Scheinjahrringe. Man hat so das Gefühl, hier wäre ein Jahrring und hier wäre ein Jahrring. Möglicherweise hier auch noch. Das ist aber alles ein Jahrring, also hier handelt es sich um einen einzelnen Jahrring. Man spricht bei sowas halt, wie gesagt, von Scheinjahrringen. Bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, bei der Schwarzkiefer hat mir das auch mal angesprochen. Wie gesagt, ich weiß aber nicht mehr zu 100%, ob ich das mal schon mal erwähnt habe, aber sowas wäre jetzt so ein perfektes Beispiel für so einen Scheinjahrring. Gehen wir rüber auf die Längsfläche. Sieht jetzt auch nicht viel aufregender aus. Also wir haben hier wieder das helle weiße Splintholz und hier den dunklen rot-rostbraunen Kern, so rotbraun-rostbraun, ja. Das Ganze dunkelt auch noch wirklich sehr, sehr stark nach. Ich sag mal so ein bisschen wie Blut, so ein bisschen. Das dunkelt ja auch. Also wenn ihr so frisches Blut habt und das so eine Kruste bildet, dann wird das ja auch wieder dunkler. Das ist hier tatsächlich irgendwie auch so der Fall. Ich finde, das hat so eine, ja, schon so eine Blutfarbe ein bisschen. Wird, wie gesagt, noch relativ dunkel. Das liegt daran, dass hier auch ein bisschen Gerbsäuren im Holz halt drin sind. Das macht das Ganze dann dementsprechend mit der Zeit dunkler, wenn da Licht drauf scheint. Und hier haben wir nochmal diesen einen entsprechenden Jahrring, den ich eben schon mal angesprochen habe, diesen Scheinjahrring. Ne? Man sieht das ja auch nochmal ganz gut. Man denkt, hier wäre ein Jahrring und hier und vielleicht hier noch. Handelt sich aber hier nur um einen einzigen Jahrring. Und hier sieht man ja, wie richtig schön fließend der Jahrring vom Frühholz bis zum Spätholz geht. Also hier beginnt und hier hört er auf und hier beginnt das neue Frühholz. Ja, das sind schon richtig, richtig krass breite Jahrringe. Haben auch Äste drin in dem Holz. Ganz klar, Mammutbaum bildet erstaunlicherweise, muss man tatsächlich sagen, dafür, dass das ja so ein mächtiger Baum wird, bildet der eigentlich relativ schwache Äste. Also das hier ist, würde ich schon mal sagen, ein relativ großer Ast. Der kann natürlich auch richtig gigantische Äste bilden. In der Regel bleiben die Äste aber, ich sag mal, relativ konsistent in ihrer Dicke. Also die werden nicht besonders dick. Ist eigentlich auch ganz schön so, weil das Ganze ist relativ spröde hier um die Äste. Aber das erfahrt ihr dann gleich noch, wenn wir über das Holz reden. Also von daher das ist schon mal ganz gut, dass die nicht ganz so gravierend dick werden in den meisten Fällen. Und mehr gibt es eigentlich hier zum Holzbild nicht zu sagen. Ist sonst an sich relativ schlicht, ohne weitere Auffälligkeiten. Genau, das haben wir das Stück, was ihr gerade von Namen begutachten durftet. Hier haben wir mit der Astseite und hier einmal ohne die Astseite ist tatsächlich erstmal ein sehr unscheinbares Holz. Stelle es mal wie immer nebendran. Genau, was lässt sich zum Mammutbaum sagen? Erstmal so über die Eigenschaften vom Mammutbaum. Ich denke mal, das, was am nennenswertesten ist, ist tatsächlich die wirklich hohe Dauerhaftigkeit, die das Holz mit sich bringt. Wir sind hier so Dauerhaftigkeitsklasse 1 bis 2, also wirklich sehr, sehr dauerhaftes Holz. Und das ist ziemlich interessant dafür, dass es ja wirklich sehr, sehr leicht ist. Also wir hatten ja schon mal im Nadelholzvideo davor über den Riesenlebensbaum gesprochen, auch eine sehr leichte und sehr weiche Holzart. Der Mammutbaum hier, der ist jetzt tatsächlich nochmal leichter und nochmal weicher. So, was können wir mit dem Holz eigentlich machen? Das ist ja mal entscheidend, was für technische Eigenschaften wir haben. Es ist ja, sage ich mal, es ist jetzt nicht vergleichbar von den Eigenschaften her, von den technischen Eigenschaften her wie eine Fichte. Es eignet sich ja trotzdem für Bauholz. Also ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen lässt sich das sehr, sehr gut vergleichen mit dem Riesenlebensbaum. Man kann damit bauen, gerade im Außenbereich oder so, aber man sollte da jetzt nicht zwingend eine tragende Konstruktion draus bauen. Was natürlich auch mit dem Mammutbaum hervorragend funktionieren würde, wäre so ein Blockhaus sozusagen, also aus richtigen Stämmen zu bauen, weil es relativ leicht ist. Es isoliert sehr, sehr gut, dadurch, dass die Dichte sehr gering ist. Das würde natürlich alles funktionieren. Tendenziell ist es aber auch so ein klassisches Holz für Verschalungen. Das ist ganz, ganz typisch, so Paneelen, Dachverschalungen oder Deckenverschalungen, besser gesagt, aus Mammutbaum. Wobei man jetzt hier wirklich ganz genau darauf achten muss, welche Mammutbaumart man hat. Und das ist nämlich das, warum ich dieses Video mache. Ja, weil viele kennen Mammutbaum ja unter dem Namen Redwood. Und das ist ein bisschen irreführend, weil dieser Mammutbaum, den wir jetzt besprochen haben, wird gar nicht als Redwood betitelt. Den kennt man vielleicht als Wellingtonie, haben vielleicht schon mal der eine oder andere gehört. Ein anderer Handelsname für das Holz wäre zum Beispiel sonst noch Giant Sequoia. Redwood ist tatsächlich der Küstenmammutbaum, kommt auch aus Nordamerika, ist relativ vergleichbar auch mit seinen Eigenschaften und so. Der Küstenmammutbaum hat eher den Drang nach oben. Das sind nämlich die, die später die höchsten Bäume der Welt bilden, zusammen mit einer gewissen Eukalyptusart. Wir haben einmal Sequoia sempervirens, das wäre der Küstenmammutbaum, die größten Bäume, die es gibt, 115 Meter in etwa hoch. Und dann hätten wir einmal Sequoia dendron giganteum, das wäre jetzt hier der Riesenmammutbaum, das wären einfach die mächtigsten Bäume. Im Prinzip, man merkt ja, wo die Reise hingeht, so dem Riesenmammutbaum, Entschuldigung, ist dann tendenziell, sagt man dann eher von den Jahrringbreiten ein bisschen breiter, macht ja auch Sinn, weil der geht sofort in die Dicke und der andere geht halt in die Höhe, ist halt engringiger gewachsen. Das wären so, sage ich mal, die Unterschiede. Im Prinzip geht beides so ein bisschen als eins mit. Es ist aber so, dass
der Riesenmammutbaum tatsächlich nur noch ein sehr, sehr kleines Verbreitungsgebiet hat in seinem natürlichen Verbreitungsgebiet, wo er vorkommt und steht eigentlich auch dementsprechend ein bisschen unter Handelsschutz. Also ich glaube, intern in Amerika kann man mit dem handeln, aber die handeln mit dem riesen Mammutbaum nicht außerhalb von Amerika. Das heißt, die meisten solcher Bohlen oder Bretter, die er dementsprechend bekommt, die stammen dann halt entweder von riesen Mammutbäumen, die, sag ich mal, hier aus Deutschland, Frankreich oder wo auch immer herkommen. Wenn ihr Redwood kauft beim Holzhändler, dann meistens tendenziell eher den Küstenmammutbaum. Und dann gibt es noch etwas, das landet auch häufig mit beim Mammutbaum dabei, und das wäre der Urweltmammutbaum. Das ist Metasequoia globostryptoides, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kann aber sein, dass der Glyptostrobioides heißt, ich weiß es nicht, kommen wir im zweiten immer durcheinander. Das wäre der Urweltmammutbaum, den kennt man tatsächlich dann unter Chinese Redwood, kommt dementsprechend aus China, ist erst in den, glaube ich, 1930er Jahren wiederentdeckt worden, es gilt als lebendes Fossil. Er wächst ja auch bei uns, wird auch hin und wieder als Mammutbaum verkauft, hat aber auch nochmal ganz andere Eigenschaften. Sieht auch, finde ich, gar nicht so krass ähnlich, wie zum Beispiel Küsten- und Riesenmammutbaum sich ähnlich aussehen. Aber wie gesagt, wenn ihr das hier sowieso aus Deutschland bezieht, das Holz, dann wird es am ehesten der Riesenmammutbaum sein. Küstenmammutbaum habe ich tatsächlich gar nicht da, könnte ich euch auch nicht zeigen, weil es ist so unwahrscheinlich, dass ihr den hier findet. Er braucht ganz spezielle Wuchstemperaturen, sage ich mal. Also der hält nicht so viel Frost stand. Urweltmammutbaum ist auch relativ selten. Ich glaube, jetzt haben wir mal über die verschiedenen Arten gesprochen. Urweltmammutbaum, darauf wollte ich hinaus eigentlich, den habe ich da, da könnte ich euch auch mal zeigen. Das finde ich schon so exotisch, so unwahrscheinlich, dass man da mal in größeren Mengen drankommt, dass es wahrscheinlich eher mal, ja, irgendwann mal so ein Special gibt, wenn wir über den sprechen. Was können wir denn prinzipiell jetzt noch groß ma machen aus dem Riesenmammutbaum? Was gibt es denn sonst noch so? Weil viele von euch, und darauf wollte ich mal hinaus, kennen vielleicht diese Tische, Esstische aus Mammutbaum, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Und das ist tatsächlich so eine Sache, die ich wirklich irgendwie jetzt mal kritisieren muss, weil das Holz ist derart weich und derart leicht. Ich meine, das Leichte kann von Vorteil sein bei einer Tischplatte, aber es ist ein wirklich derart weiches Holz. Also ich möchte euch das mal wirklich nahe bringen. Ich kritzel immer auf meinem Holz rum, wenn ich zum Beispiel hier, wie so eine Platte, die hier liegt, wenn ich die bearbeite, schleife und so, dann male ich da mit dem Stift drauf, dass ich sehe, wo ich schon geschliffen habe und wo nicht. Das funktioniert bei Mammutbaum schon mal prinzipiell sehr, sehr schlecht, weil selbst wenn man sehr leicht mit dem Stift drauf drückt, wenn der schön gespitzt ist, ein Bleistift oder so, dann tut er da richtig Kerben ins Holz drücken. Ich habe sogar mal auf dem Papier schreiben wollen, und jeder kennt das, so ein Papier in die Hand genommen und drauf schreiben, das funktioniert sehr schlecht, man braucht eine Unterlage. Und da hatte ich gerade ein Stück Mammutbaum gehobelt da. War schon, glaube ich, ein fertiges Projekt. Dann habe ich das genommen schnell, habe drauf geschrieben, habe diesen Zettel runtergenommen, dachte, Kacke, jetzt hast du das alles, was du geschrieben hast, auf dem Mammutbaum auch gleich mit drauf, darfst du nochmal schleifen und alles, das ganze Projekt sozusagen hinüber. Und das ist so der Punkt, worauf ich hinaus will. Es macht eigentlich gar keinen Sinn daraus, irgendwas zu bauen, was irgendwie beansprucht wird. Bei sowas wie einem Esstisch, würde ich sagen, ist schon eine sehr hohe Beanspruchung da. Ein Arbeitstisch auch, da schreibt man, wie gesagt, mal drauf, da wird drauf gearbeitet, da wird drauf gegessen. Und das hinterlässt natürlich auch Spuren, selbst auf Eichentischen oder so, würde ich sagen, über die Jahrzehnte hinweg sieht man, dass der benutzt wird, und beim Mammutbaum sieht man das natürlich dann deutlich schneller, deutlich extremer. Und deswegen würde ich sagen, das ist eigentlich ein falsches Anwendungsgebiet für diese Holzart. Möbelbau und so, ja, kein Thema, das Holz verzieht sich so gut wie gar nicht und alles. Dekorative Elemente, klar, gehen auch, sowas wie halt, ja, eine Decken- oder Wandverschalung. Saunabau würde tendenziell natürlich auch funktionieren. Oder Bootsbau, ne, ist ein sehr leichtes Holz. Modellbau würde wahrscheinlich auch funktionieren. Da geht es ja auch darum, eher leichte Hölzer zu verwenden. Oder wenn man wirklich einen Tisch draus bauen will, dann vielleicht einen Waschtisch. Das Holz ist sehr, sehr resistent gegenüber Verfärbungen und auch resistent gegenüber Pilzen und allem anderen, Insekten und so. Und bei so einem Waschtisch, da landet halt sehr viel Wasser auch mal daneben. Von daher in feuchte Bereichen und sowas auch sehr gut geeignet. Das wollte ich ja mal mitgeben. Das soweit halt zum Mammutbaum. Es ist nicht immer so, dass Mammutbaum gleich Redwood ist oder Redwood gleich Mammutbaum. Es gibt da, wie gesagt, verschiedene Arten. Und euch habe ich jetzt mal die vorgestellt, die ihr am ehesten wahrscheinlich hier finden werdet. Und das ist tendenziell nicht die, die ihr unter Redwood eigentlich kennt, sondern das ist tatsächlich eigentlich die, die man so unter Mammutbaum oder Billingtonie, Giant Sequoia, irgendwie sowas, Riesenmammutbaum kennt, setzt das sinnvoll ein. Man kann da viele schöne Sachen draus machen, aber wie gesagt, sinnvoll. Ich habe zum Beispiel eine Wandlampe aus Riesenmammutbaum bei mir hängen. So als kleine Idee vielleicht, was man mal daraus machen könnte. Damit verabschiede ich mich auch. Bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Liked gerne, schreibt gerne einen Kommentar drunter, wenn ich was vergessen habe. Dürft auch gerne mal abonnieren. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder ein schönes Laubholz gibt. Und wir haben bald Nadelholz durch, von daher muss ich überlegen, was wir demnächst dann machen werden.